Willkommen zurück zu Let's Play Sailor Moon, Another Story mit meiner Wenigkeit Doof the Typ und Sailor Moon mit Luna in der Party. Wir haben jetzt ausreichend gelevelt, hoffentlich. Unsere Sailor-Krieger sind Stufe 20 bis Stufe 19, irgendwie so in dem Dreh. Das ist ganz gut. Nein, die brauchen nichts. Oder brauchen die was? Nee, die sind gut ausgerüstet. Das heißt, wir können endlich Shibusa Hallo sagen. Hallo Shibusa! Shibusa! Sailor Moon! Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Hm? Wer ist dieses Kind, Shibusa? Er heißt Ancha. Er hat mich beschützt, aber er wurde verletzt. Er hat Momoko nach Hause gebracht. Wir sind hierher geflogen. Er ist Shibusas Ritter in strahlender Rüstung. Ey, das ist nicht wahr. Aber er hat die Macht, die Feinde zu besiegen und zu fliegen. Ich frage mich, wer er ist. Vielleicht... Wenn die Prinzessin nicht mehr von meiner Schwester verfolgt wird, ist es vorbei. Was? Neptun, Ancha hat mir geholfen. Verdächtigst du ihn etwa? Ja, tut mir leid, Shibusa. Danke, Ancha, dass du Shibusa beschützt hast. Nun, Shibusa, ab jetzt musst du die Sache uns überlassen. Nein, ich komme mit. Och, bitte nicht. Das geht nicht, es ist viel zu gefährlich. Wenn du gehst, gehe ich auch. Wir müssen mit dir klarkommen, Sailor Moon. Dieses Kind auch? Sailor Moon, sei nicht so streng. Lass sie auch mitkommen. Schließlich scheint der Rosenkristall auf Shibusas Silberkristall zu reagieren. Wäre es dann nicht besser, dass sie mitkommt? Ja, wäre es nicht viel gefährlicher, wenn sie hier bleibt? Okay, ich gebe auf. Shibusa, du kannst mitkommen. Aber du musst auf uns hören. Du kannst nicht einfach das tun, was du willst. In Ordnung. Danke, Sailor Uranus und Sailor Saturn. Mach, der Mondherzen, mach auf! Yay. Jetzt sind wir zu fünft unterwegs und haben einen kleinen Jungen bei uns. Ich wette, hier drüben gibt es auch noch eine Kiste. Haha! Ich finde ein Bernstein-Ohrring. Mal gucken. Bringt er ihr irgendwas? Nichts. Okay. Dann wird wahrscheinlich der Bernstein-Ohrring für Neptun sein, weil die nämlich effektiv nichts bringt. Auch nicht. Für Uranus? Ja, da bringt er ein bisschen mehr Tempo, Ausweichen und so weiter. Ein klein wenig mehr Angriff. Ich probiere es nochmal mit Shibimoon. Vielleicht kann man bei ihr so etwas auch noch machen. Nee. Oh, bei ihr sinkt sogar noch die Verteidigung dazu. Boah, what the fuck. Okay. Dann bekommt Uranus das Ding. Sie hat nämlich den meisten Profit dadurch. Lebenspunkte sinken ein bisschen. Ja, okay. Meinetwegen. Ich muss mal gucken, nicht, dass hier noch irgendwo eine weitere Kiste liegt. Nee. Na gut. Dann geht es da oben entlang. So. Macht des Spiegels. Uranus. Macht der Liebe. Shibimoon. Zuckerherzen. Und Saturn macht einfach alles kalt. Röms. Schön, dass ihr dabei wart. Okay, aber Shibimoon bekommt zumindest nochmal eine Stufe. Das ist praktisch. Wir könnten natürlich auch gucken, ob wir hier irgendwie... Das kommt mir bekannt vor. Es ist wie der D-Point am Nordpol. Nein, Perilla kann nicht. Miau. Es ist nichts. Lass uns gehen. Oh wei. Mit alten Bekanntschaften hier rumlaufen. Wobei Mistress 9 hatten wir ja auch schon.
Mal gucken. Was zum? Viele Gegner, die hier sind, haben wir schon mal gesehen. Königin Perillas Monster. Königin Perilla. Ist das dieselbe Königin Perilla, die damals das Königreich des Mondes und das tausendjährige Silberreich zerstört hat? Warum sind diese Monster hier? Hat Perilla... Vielleicht sind in dieser Zeit alle... Nein, das kann einfach nicht sein. Ich muss allen hier zeigen, dass ich sie beschützen kann. Sailor-Krieger, ihr habt solch starken Kräfte und den Silberkristall. Aber wenn ihr den habt, warum seid ihr denn hier? Ja, der Silberkristall der Prinzessin hat auf den Rosenkristall reagiert. Ist das passiert, während ich bewusstlos war? Nicht Königin Perilla! Bunny, du bist schon einmal gestorben wegen der Eulen. Nanu? Didi Girl One. Okay. Ich frage mich. Nee. Wir können keine coolen Moves an der Stelle machen. Das finde ich schon mal doof. Super. Sailor Uranus ist immer noch vergiftet, fällt mir gerade so auf. Kann sie irgendwas machen? Nee. Sie hat auch keine tollen Angriffe. Nee, ich glaube, dafür brauchen wir die Inner Senshi, um das zu machen. Na gut. Saturn wird jetzt eher einfach nur eine Attacke machen. Der Gegner kippt den Tod um. Oh, doch nicht. Alles klar. Aber auch Uranus ist jetzt massiv gestiegen, was den Schaden angeht. Nur Neptun ist so, ja hier, komm, ich kitzel dich mal. Und von Shibimun wollen wir gar nicht sprechen. Barriere. Oh. So, einfach nochmal das gleiche. Okay, ich merke auf jeden Fall, ich möchte zu gerne wissen, einerseits wie viele Lebenspunkte die hat. Oh, 89 Erfahrungspunkte. Dufu. Wir schauen uns hier mal ein bisschen um. Eine Kiste. Ein Diamantdiadem. Das klingt doch mal verlockend. Ist das was für Sailor Moon? Ja, es ist was für Sailor Moon. Steigert Angriff, Verteidigung, Tempo, einfach alles. Ich muss mal nur gucken, wo es sich am meisten lohnt. Nein, das wollte ich gar nicht. So, Diadem von 68 auf 70. Von 68 auf 78? Und, naja, damit kriegen wir zumindest einen Angriff hochgepustet. Hier passiert nichts. Auf 44 Angriff. Okay, die Halskette werden wir dafür rauslegen. So. Wonderful. Okay, Sailor Moon. Jetzt reicht's mir aber mit Uranus. Das ist mir irgendwie zu blöd. Ich werde sie erstmal entgiften. So. Halt alle deine Wunden. Entfernt schlechte Stati. Heilbad. Genau. So, wollen wir es denn starr? Weg damit. Das brauchen wir hier nicht. So, es lohnt sich... Oh. Das sind... Ich glaube, die Gegner hier sind gescriptet. Einfach nur, um nochmal zu zeigen... Ey, yo, pass auf. Moment. Macht des Spiegels ist okay. Macht des Schwertes könnte nochmal ein höherer Angriff sein. Macht der Liebe. Zuckerherzchen. Und Wiederkehr des Todes. So. Vielleicht haben wir nämlich damit nochmal ein bisschen größere, heftigere Angriffe. Jawohl. Uranus zeigt es hier nochmal richtig. Und auch Sailor Moon hat zumindest schon mal doppelt so viel Schaden wie vorher. Und Neptun macht so, ja, ich kann auch Dinge. Ach, meine Güte.
Nee, also Shibimun ist hier echt definitiv nicht gerade die allerbeste Wahl. Aber ich glaube, so lange hält die eh nicht aus, sage ich doch. 104 Erfahrungspunkte, das ist bombastisch. Ich muss hier ein bisschen vorsichtiger sein. Ah, ich finde Lebenswasser, okay. Hier ist noch mehr Stuff. Ah, wieder Gegner. Ich glaube, diese Gegner hier sind tatsächlich jetzt richtig geskriptet. Didi Girl 3, ja klar, die zählen hoch. 1, 2, 3, mal gucken, wie viele das am Ende sind. Ich glaube, die gehen vor allem, sind vor allem dafür gedacht, dass Shibimun schnell an Stufen steigt. Apropos Shibimun, ich habe jetzt ein neues Item, das könnte ich ihr ja einfach mal in die Hand drücken. 3. Cute. What? Alter! Wie die einfach Shibimun weggematcht hat. Krass. So, ich frage mich jetzt aber gerade echt, ob es hier Random Encounter gibt. Oder ob das jetzt einfach ein gescripteter Fight war. Ne, es sieht aus, als wäre das ein gescripteter Fight gewesen. Kommt nämlich sonst nichts. Ich finde ein Maniküre-Set. Sehr schön. Der nächste Kampf. Yay. Ja. Die ticken hoch, die Kämpfe. So, und solange sie Sailor Shibimun nicht angreift, ist das auch gar nicht so schlimm. Also warum sollte Sailor Shibimun nochmal gleich in unserer Nähe bleiben? Naja, ich mit diesen Kelchen lassen wir das mal lieber. Lebenswasser. Na gut, das ist völlig in Ordnung, weil ich meine, Neptun macht eh nichts. Vermutlich war das jetzt eher der letzte Angriff. Ha, sehr gut. Nein! Nicht töten, nicht töten. Glück gehabt. Oh wei. Okay, der Gegner macht hier auf jeden Fall schon ein bisschen mehr Schaden. Jeder einzelne ein Boss für sich. Man merkt's. Yay, Shibimun kriegt nochmal ein Level up. In der Hoffnung, dass das überhaupt irgendwas bringt. Und der nächste Gegner. Alter, man wandert hier von Gegner zu Gegner. Didi Girl 5. Wir können gar nicht so viel machen, außer groß angreifen. Aber es ist zumindest gut, dass Uranus jetzt endlich mal ein bisschen Schaden macht, genauso wie Sailor Moon. Ja. Schmeiß mit Zuckerherz hin und mach 3 Schaden. Du bist so gut. Ey, nicht für ungut, ne? Sailor Shibimun, aber selbst Neptun ist mittlerweile besser als du. Oh. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat, was da gerade passiert ist. Aber die haben irgendeinen bösen Statuseffekt. Krass. Jetzt hängt es nur an Sailor Moon und... Oh. Ah, die sind verwirrt. Die machen einfach allen möglichen Kram, nur nicht das, was sie eigentlich sollen. Die prügeln sich zum Beispiel auch selber und ihre eigenen... Ja, okay, die sind verwirrt. Das ist ein typischer Fall von Verwirrung, was hier gerade passiert. Aber okay. Vielleicht ist das aber auch gar nicht schlimm. Hä? Warum sind die DD-Girls... Also muss es wahr sein. Königin Perilla wurde wieder zum Leben erweckt. Wie kann das möglich sein? Bestimmt finden wir das Rätselslösung in der Mitte der Höhle.
Oh wei. Okay, alle sind wieder normal, das ist gut. Das heißt, wir können hier zumindest einmal abspeichern. Ja, ich möchte das Spiel speichern. Natürlich möchte ich das Spiel speichern. Warum sollte ich es denn auch nicht wollen? Was ist hier? Der Rosenkristall muss hier drin sein. Mhm. Wovon redest du? Das ist nicht, das ist eine Sackgasse. Nein, es könnte ein versteckter Eingang sein. Oder es ist eine Illusion zur Tarnung. Du musst an Shibyusas Silberkristall glauben. Hey, hier ist doch gar nichts. Oh. Ah. Wow, was war das? Oh. Ich spüre etwas. Nein! Du bist das! Ich habe auf euch gewartet, Sailor-Kriegerin. Und die Prinzessin. Sailor Moon! Pereira, du warst im Spiegel im Siegel eingesperrt. Sie ist Königin Pereira. Ja, ihr habt mich in das Siegel eingeschlossen, aber jetzt stehe ich wieder vor euch. Wie findet ihr das? Weil das Schicksal verändert wurde, hat sich das Schicksal, welches besagt, dass ich von euch besiegt wurde, auch verändert. Und dieses Mal bin ich an der Reihe. Dich zu töten, Sailor Moon. Nee. Und ich wollte eigentlich noch nach unten gucken. Königin Pereira, hey. Schön, dass du hier bist. Freut mich sehr. Mal gucken. Okay, die Angriffe sind vernünftig. Ja, das ist okay. Wir können sie mit Zuckerherzen... Shibimon, verdrück dich einfach. Geh einfach ein paar Schritte zurück. Lass mal die Erwachsenen hier spielen. Nein, das ist schon okay. Jeder einzelne Schaden kann diesen Kampf zum Guten wenden. Oh wei. Ein Glück. Sie macht Sailor Moon nur einen Schaden. Macht der Liebe! Und, sie macht halt Dinge. Das Gute ist, wir haben Sailor Saturn dabei. Jawoll! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Natürlich kann ich es nicht in dieser Gestalt tun. Sailor Moon, weißt du, warum ich hier auf dich gewartet habe? Hä? Du wirst mir nicht sagen, warum. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Das stimmt. Hier kommen alle Arten von Kräften, wie die von Metallia zusammen. Nun dann. Und da die Kräfte nun zusammenkommen, kann ich mich verwandeln. Uh-oh. Super Pereira. Okay. Versuchen wir... What? Es ist hoffnungslos. Sie ist zu stark. Sailor Moon, nutzt die zwei Silberkristalle zusammen. Den Silberkristall der Gegenwart und den der Zukunft. Habe verstanden. Shibimon? Gut. Funktioniert der Silberkristall nicht? Was machen wir jetzt? Aber warum? Wieso wirkt die Kraft des Silberkristalls nicht? Du kannst die Kraft des Silberkristalls nicht gegen mich verwenden. Ich bin meinem Schicksal entflohen, vom Silberkristall besiegt zu werden. Miau, miau.
Okay. Haben wir hier jetzt irgendwie so eine krasse Sailor-Schussangriff? Sailor-Krieger bilden eine Kugel. Aha. Nö. Probieren wir es doch. Was macht sie? Sie kann nur weiter in Macht des Schwertes einsetzen. Oh ja, Nero, ich gebe dir völlig recht, das ist OP. Wie sieht es bei ihr aus? Hat sie irgendwas? Nein? Nein? Okay, Macht der Liebe! Zuckerherzen? Wir probieren es einfach nochmal. Alter. Und jetzt kommt so eins. Nee, es macht Schaden. Es macht Schaden. Und zwar gewohnt viel Schaden. Das ist gut. Ich bin gespannt, was Neptun jetzt macht. Ob Neptun... Er ist auf jeden Fall nett geskriptet. Sailor Schuss Angriff. Und jetzt kommt die geheime Technik, die wir die ganze Zeit... Ey, Neptun macht Dinge. Ah, toll. Das konnte sie jetzt genau einmal machen. Jeha, ich bin so stolz auf dich, Neptun. Ertränkt mehrere Gegner. Was ich machen könnte, wäre versuchen, mit einem Maniküre-Set ihren Angriff zu erhöhen. Den Angriff von allen zu erhöhen. Wir haben hier definitiv einen stärkeren Gegner. So, dann gebt euch mal alle Maniküre. Dieser Moment, wenn erstmal alle da stehen und anfangen sich erstmal die Fingernägel und Fußnägel zu säubern. Illusion. Komm, schön dagegen. Alle verfehlen bitte. Sehr gut. Jetzt geht hier die Action richtig ab. Ich glaube, das heißt so viel wie für 5 Runden. Mal gucken, wie es hier mit den Lebenspunkten aussieht. Shibusa sieht auf jeden Fall ziemlich mager aus, was die Lebenspunkte angeht. Aber egal. Wir haben jetzt die Möglichkeit... Oh. Oh. Das ist doof. Okay, sie muss sich nochmal eben... Nee, stopp. Wenn das so geht, dann... Wo haben wir es denn? Nochmal mit alle EP. So. Dann haut sie nochmal mit Uranus drauf. Sie macht wieder die Macht der Liebe. Zuckerherzen bringen nichts, das heißt, sie haut ganz normal drauf. Und genau, Saturn übernimmt wieder die. Geht daneben, geht daneben, geht daneben. Sehr schön. Wiedererweckung des Todes. Mal gucken, was das jetzt für ein Schaden wird. 540. Hm. Ich habe mit mehr gerechnet. 8. Yay! Shibimun, du bist es. Ode Kolonie. Und damit sind alle Punkte wieder aufgefrischt. Jetzt können wir gucken. Geil. Der Sailor-Angriff funktioniert auch wieder. Perfekt. Macht des Schwertes läuft. Macht der Liebe läuft. Zuckerherzen laufen. Und Wiedererweckung. Sehr schön. ...610 Schaden. Yeah! Oh wei. Perilla meint es hier echt ernst. Aber wir sind alle mega aufgestärkt. Und jetzt kommt hier so eine miese Attacke von ihr. Das ist ja bombastisch. Mal gucken, wie viel. 280. Yay. Schön wäre es gewesen. Nee, die darf gleich wieder die Gruppe verstärken.
Wir machen genau das gleiche wie gerade eben auch nochmal. Endlich mal hier ein bisschen mehr. Shibimon mies angeschlagen. Oh, aber Pyrrhia besiegt. 1000 Erfahrungspunkte. Jetzt übertreibst du es hier aber. Neptun krass Level up. Alle, glaube ich, würde ich sagen. Vor allem Shibimon. Ne, Saturn hat keinen bekommen. Wie gemein. Zu meinem Bedauern wurde ich wieder von euch geschlagen. Nein, ich kann nicht vom Silberkristall besiegt werden. Ich bin dem Schicksal entflohen, von den Sailor-Kriegerinnen vernichtet zu werden. Ich dachte, dass ihr Menschen dieses Mal mir gehören würdet. Endymion! Königin Pyrrhia, unerbitterlich wie immer. Leute? Ist jeder in Ordnung? Ich habe fast all meine Kräfte aufgebraucht. Ich auch. Was ist los, Sailor Moon? Ich bin in Ordnung. Ich bin so froh, dass alle noch leben. Miau. Miau, 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 miau. Ja, wenn wir den Rosenkristall finden, wird Mamoru wieder zu sich kommen, richtig? Nein, das ist die falsche Richtung. Da unten ist sicherlich noch eine Kiste. Was ist das? Ich weiß nicht, welcher von denen der richtige Rosenkristall ist. Überlass das mir. Oh krass, Shibusa ist nützlich? Es ist der hier. Ansha! Er ist nicht für dich bestimmt, kleine Lady. Was? Was redest du da, Ansha? Gib mir den Rosenkristall zurück. Wenn ich ihn dir geben würde, würde Tuxedo Mask wieder zu sich kommen. Und du und ich müssten kämpfen. Ich kann das einfach nicht zulassen. Du hast es endlich eingesehen, Ansha. Sin! Schwester, nein! Opposito Sin! Das stimmt, Ansha. Und die kleine Lady. Nein, Shibusa. Nichts hätte mich glücklicher gemacht, als an deiner Seite zu kämpfen, aber... Du warst zu stolz. Warum? Warum, Ansha? Du hast mich und Momoko verteidigt, oder nicht? Dieses Kind ist auf der Seite des Feindes. Kopf hoch, Shibimon. Das war ein Fehler, den jeder hätte machen können. Nein, das war ein Shibimon-Fehler. Das war ein 0815 Shibimon-Fehler. Daran lässt sich nichts ändern. Es sah so aus, als wolle Ansha uns helfen. Er hat es ausgenutzt, dass du ihn mochtest. Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Sei nicht traurig, okay, Shibimon? Dies ist das Ende des dritten Kapitels. What? Speichern? Ich würde ganz gerne eigentlich da runter gehen, weil ich glaube, da liegt noch eine Kiste, verdammt! Ich glaube, da kommen wir nicht dran vorbei. Schade! Aber an dieser Stelle erstmal nochmal einen kleinen Kutt. Und oha, Pyrrhia ist zurück. Damned! Das ist keine gute Angelegenheit. Wir kriegen es mit allen Gegnern zu tun anscheinend. Aber erstmal eine kleine Pause für mein kleines Gemüt. Denn ganz ehrlich, ich habe... Ich habe fast geheult, als ich die letzte Folge der ersten oder zweiten Staffel von Sailor Moon gesehen habe. Auf jeden Fall der Kampf gegen Pyrrhia. Bombastisch. Und jetzt ist sie wieder da. Das darf die nicht. Warum?